was in diesem Video passiert. Wie ihr seht, der Winter ist auch wieder zurück, wenn auch nur für kurze Zeit. Was steht hier? Ein Willkommen jedem Gast, dem Sauberkeit ist keine Last. Behüt auch du den schönen Ort und wirf den Müll nicht einfach fort. Ja, ich würde sagen, das sind wahre Worte. Hier unten sehen wir St. Blasien, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also da ist auch diese wunderschöne Kathedrale. Hört ihr das? Absolute Stille. Das habe ich so auch noch nie erlebt. Hier sind wir auf knapp 1300, exakt 1298 Metern. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal eine etwas spätere Anmoderation, aber da unten war das undenkbar, weil es einfach unglaublich laut war durch diesen Wildbach, aber auch unglaublich schön. Ihr habt die Bilder eben gesehen und hiermit heiße ich euch wieder recht herzlich willkommen zu einer neuen Wandertour. Ja, wie ihr seht, der Winter ist auch wieder zurück, wenn auch nur für kurze Zeit. Teilweise schmilzt hier der ganze Schnee auch schon wieder. Ja, hier begrüßt mich auch schon ein Vogel. Ja, wohin geht's heute? Heute geht's gleich auf zwei Gipfel. Einmal auf den Steppberg. Mal schauen, ob da auch wirklich der Bär steppt. Haha, scheiße. Flachwegs am Rande. Und es geht auf den, beziehungsweise auf die Schnepfhalde. Ja, das ist, beides sind Gipfel mit 1300 Meter Höhe. Und ich bin mal gespannt, was uns da heute so erwartet. Und ich sehe auch hier wieder wunderschöne Ausblicke. Ja. Ja, und hier ist es auch schon schön angeschrieben. Schlupfweg. Da müssen wir erstmal lang. Später geht es dann eben noch hier auf die Schnepfhalde, aber jetzt erstmal hier lang. Ja, nachdem wir jetzt eine ganze Weile auf einem schönen Single Trail unterwegs waren, laufen wir jetzt ein bisschen auf einem Forstweg, aber das macht jetzt nichts. Man hat dennoch wunderschöne Aussichten. Wenn man sich das mal reinzieht hier. Also das kann sich durchaus sehen lassen. Auf jeden Fall sind jetzt meine neuen Bergschuhe gekommen, die ich aktuell gerade anhabe, um die mal ein bisschen einzulaufen, weil die waren oder sind nach wie vor bocksteif. Der ein oder andere von euch, der kennt das Problem. Und deshalb müssen die bis zum Sommer richtig gut eingelaufen werden. Denn da geht es dann wieder ins Stubaital, voraussichtlich, wenn alles klappt. Und ja, bislang, obwohl sie noch nicht eingelaufen sind, fühlen sie sich gut an.
angenehm. Das sind vom Modell La Sportiva. Frag mich jetzt nicht, welcher Typ. Da muss ich nochmal genau nachschauen. Das hat irgendwie einen komplett verballerter Namen, den ich mir nicht wirklich merken kann. Aber die haben ganz gute Bewertungen gehabt und sind auch steigeisentauglich. Und das waren meine alten Schuhe eben nicht. Ja, und so sehen die Dinger übrigens aus. Ja, auch farblich finde ich die ganz cool. Geröllschutz hat es, einen ordentlichen. Ja, Profil kann sich jetzt auch sehen lassen. Und hier eben hat es eben solche Führungen, dass man eben Steigeisen befestigen kann. Ja, sehen ganz cool aus. Und ich glaube, die tun auch, was sie sollen. Aber das dann werde ich dann zu einem späteren Zeitpunkt herausfinden müssen. Ja, und hier vorne hat es auch schon die erste Hütte. Und ja, wie ihr mich kennt, werfe ich da immer gerne mal einen Blick rein und schaue mir das genauer an. Und so mache ich das jetzt auch hier. Was schon mal schön auffällt, ist diese wunderschöne Grillstelle mit einem schönen Schwenkgrill. Und hier hat es dann auch noch mal schöne Sitzmöglichkeiten. Und so schaut die Schlupfhütte aus. Was steht hier? Ein Willkommen jedem Gast, dem Sauberkeit ist keine Last. Behüt auch du den schönen Ort und wirf den Müll nicht einfach fort. Ja, ich würde sagen, das sind wahre Worte, die wir uns alle auf die Fahne schreiben müssen. Aber ja, bei meinen Zuschauern weiß ich's. Ihr macht es nicht, ihr seid korrekt. Und an alle anderen, nehmt euren Krempel einfach wieder mit. Mal schauen, ob auf ist. Leider verschlossen. Naja, vielleicht können wir trotzdem irgendwie einen Blick reinwerfen. Aber ich glaube, das spiegelt zu sehr. Vielleicht kann ich hier irgendwo reingucken. Ja, ein bisschen erkennt man was. Auch hier ist eine Sitzbank und ein Tisch. Ja, und beim Vesper hat man dann auch eine bombastische Aussicht auf dieses Panorama. Ich denke, da gibt es deutlich Schlimmeres. Herrlich. Und hier hat es auch schon das erste Hindernis. Boah, den hat es einfach mal quergelegt. Boah, geil. Boah, das hier. Das finde ich immer so klasse. Dieser, ja, ich nenne es mal Bart. Herrlich. Richtig cool. Ja, heute gehen wir mal nicht runter durch, sondern einfach easy peasy dran vorbei. Wow. Sehr schön. Ja, auch neben mir sieht man wieder, wie der Ginster richtig schön abgeht und richtig saftig grün dasteht. Der wird jetzt dann auch in absehbarer Zeit dann wieder anfangen mit Blühen, diese leuchtend gelbe Blüten. Ja, das ist einfach hammerschön. Absolute Stille. Das habe ich so auch noch nie erlebt. Ja, Wahnsinn. Aber auch mal schön, nichts zu hören. Ja, jetzt gefällt mir dieser Pfad hier deutlich besser. Ist ziemlich abenteuerlich wieder. Und ja, wahnsinnig, wie ruhig es hier ist.
Richtig schön. Man passt sich automatisch dieser Stille an, deshalb flüstere ich jetzt auch. Das ist schon krass. Das Wetter ist ein bisschen umgeschlagen und schlagartig wurde es dann wieder kühl. Allerdings soll es heute nicht zu Regen kommen, aber ihr kennt es ja, darauf kann man nicht immer wirklich was drauf geben. Aber das macht nichts, selbst wenn, wird es wahrscheinlich nur sehr kurz sein. Ja, noch hier diese Passage ist sehr still und ruhig und ja, hat eine ganz besondere Stimmung auf mich gerade. Ist richtig schön hier. Und wie ihr seht, noch 800 Meter bis zum Steppberg. Und hier sehen wir auf dem Steppberg. Hier unten sehen wir St. Blasien, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also da ist auch diese wunderschöne Kathedrale. Und da oben sieht man den verschneiten Feldberg. Ja, wie ihr seht, rundum eine wunderschöne Aussicht. Und ich werde jetzt hier auch mal eine kleine Pause einlegen, denn ich merke schon, dass ich ziemlich am Sack bin. Das Problem ist, dass ich seit heute Morgen gar nichts mehr gegessen habe. Und das macht sich jetzt tatsächlich bemerkbar. Ja, aber hier lässt sich doch schön aushalten und ist auch ein super Spot für eine kleine Pause. Ja, ein paar leckere Sachen dabei. Ups, haut schon ab. Und zwar hier eine leckere Lyoner. Eine gute Leberwurst. Ein bisschen Tomaten und einen Apfel. Und hier drin habe ich Brot verpackt. Ja, ich weiß, Alu. Aber auf die Schnelle hat es jetzt einfach herhalten müssen. So, und ich habe jetzt mächtig Hunger. Ja, ein richtig schöner Gipfel, den auch so gut wie keiner kennt. Und hier unten sieht man richtig, wie sich die Wolke entleert. Sieht richtig spektakulär aus. Das war doch jetzt ein richtig schöner Gipfel, dieser Steppberg. Der liegt, glaube ich, bei 1222 Metern. Ja, aber ich muss gestehen, trotz kleiner Stärkung da oben, bin ich noch richtig erledigt gerade. Also, ich muss ein bisschen ausholen. Vor zwei Wochen hat mich auch das Zeh ereilt und hat mich ein bisschen außer Kraft gesetzt. Allerdings war es bei mir ein extrem milder Verlauf. Also es hat sich lediglich auf den Stimmbändern ein bisschen bemerkbar gemacht. Und ich hatte einen Halskratzen und sonst war da eigentlich nichts groß. Allerdings merke ich heute doch, dass meine Kondition nicht so gut ist, wie sie sonst ist. Das kann ich an der Stelle tatsächlich sagen. Ach, ein bisschen schnell aus der Puste, also so 100% fit bin ich noch nicht. Die Tour, ja, von der Tourlänge her ist es gerade mal 13 Kilometer, also nichts Wildes. Höhenmetertechnisch okay, da ist es doch ja, relativ knackig mit knapp 600 Höhenmetern. Aber auch für mich normalerweise überhaupt kein Problem. Ja, gut. Ich muss einfach ein bisschen das Tempo reduzieren und dann
hau das auch hin. Ja, und jetzt steht sie auch schon, die Schnepfhalde, hier lang. Und es geht ziemlich steil hoch. Unglaublich. Ganz schön heftig gerade. Bin gut am Pumpen. Ja Leute, und hier haben wir auch schon das Gipfelkreuz der Schnepfhalde. Ja, schön, mit Gipfelkreuz. Und hier gibt es sogar ein Gipfelbuch. Das ist ja cool. Ja, hier sind wir auf knapp 1300, exakt 1298 Metern. Ja, schauen wir mal kurz rein. Ja, da gibt's schon was. Ja, tragen wir ihn später mal ein. Was für ein schöner Gipfel. Ich war jetzt auch komplett für mich alleine da oben. Gut, die letzten paar Minuten ist da noch jemand gekommen, aber ansonsten hatte ich den Gipfel für mich allein. Und ja, wenn ich vergleiche mit all den anderen Schwarzwaldgipfeln, zum Beispiel Feldberge oder Belchen, ja, die sind ja hoffnungslos überlaufen. Da hat man hier noch wirklich seine Ruhe. Richtig toll, richtig schöner Gipfel, ihr habt es eben gesehen. Und auch jetzt hier wieder dieser Abstieg mit diesem schönen, schmalen Pfad. Ja, also ein richtig schöner Wandertag heute. Wer diese Tour mal nachlaufen möchte, dem habe ich wieder mal die Tour unten in der Videobeschreibung verlinkt. Die Tour habe ich diesmal geplant. Ja, die eine oder andere Stelle würde ich im Nachgang vielleicht noch optimieren. Allerdings hat sie mir sonst super gut gefallen. Also wenn ihr mal Lust habt, dann könnt ihr das mal nachwandern. Richtig schöne Zwei-Gipfel-Tour. Ja, ich begebe mich hier langsam wieder zu meinem Ausgangspunkt. Und da das es als Rundkurs geplant war, würde man jetzt das gleiche alles nochmal sehen. Und das muss ja jetzt auch nicht sein. Wir müssen jetzt nicht unbedingt das Video in die Länge ziehen. Von dem her verabschiede ich mich heute auf diesem Waldweg, in diesem schönen Wald von euch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt wieder mal einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. In diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns
in alter Frische in einem neuen Video. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.